Julia? Julia, schaut dieses Kinderwelt. Sagt ihr, du solltest schon längst im Bett liegen? Nicht geschaut, es wurde voll spät, du kommst ja morgen wieder nicht auf, damit du so spät immer ins Bett gehst. Ich kann nicht. Nein, ich kann jetzt nicht, das muss die Mami heute machen. Ja, ausnahmsweise muss heute. Ich kann's besser, okay. Okay. Na, pass auf, dann machen wir am Telefon ein kurzes. Ja, ein ganz ein kurzes, gleich am Telefon, aber dann wird geschlafen, ja, also bitte. Sie müssen entschuldigen, ich muss nur meiner Tochter kurz ein Gedicht aufsagen, das ist so dieses Ritual. Na, das brauche ich Ihnen nicht sagen, diese Rituale für die Kinder, das ist so wichtig, wegen der Struktur, na, dass das immer alles so fix passiert. Das gibt Ihnen Halt. Na, und wir haben heute kaum noch Ostern zu Weihnachten, ist entschieden zu wenig. Und das ist, und in die Waldorfschule wird es nicht geben, jetzt haben wir gesagt, wir machen das einfach mit den Niederlegen. Und ich bin gleich wieder bei Ihnen. So. Geht schon? Okay. Geht's? Aber mach gleich die Augen zu und dreh das Licht ab, ja. Ja, oder umgekehrt, wenn's. Geht's? Okay. Und wenn sie nicht gestorben sind, oink, oink, fra. Extra für dich. Ja, eines deiner Lieblingsgedichte, ich weiß, darum sage ich so. Ja, das ist ihm wirklich gut gelungen. Gut, aber Schatz, ich will jetzt nicht mit dir über Lyrik diskutieren, du musst schlafen, gell? Ja, gut. Du musst schlafen, gell? Bist du schon ganz müde, bist du. Jo. Pussy, Pussy, Pussy. Jo, das stimmt schon, die Julia hat einen etwas ausgefallenen Geschmack, was Lyrik betrifft, das ist richtig. Das ist für eine Sechsjährige recht progressiv. Nein, das war kein Zufall. Nein, das war kein Zufall. Die Julia hat einmal aus Versehen statt beim Niederlegen, statt ihrer CD vom tapferen Schneiderlein, hat sie einen von meinen Ernst-Jandl-CDs erwischt. Oder was der Kurt Schwitters, ich weiß es nicht mehr so genau. Und hat das in ihre Anlage gesteckt und ist dann daraufhin in eine Art Trance-Zustand verfallen, nachdem ich der dann dank Auto-Replay das kindliche Gehirn mit Dada-Gedichten massiert hat. Na, damals war das nicht lustig, das kann ich Ihnen sagen, aber wenn man etwas geschockt ist, Au-pair-Mädchen hat uns sofort geholt, sofort, wir sind auch gleich mit Bachblüten rüber ins Kinderzimmer, aber es war schon spät. Sie hat gesagt, nein, sie will jetzt niemanden sehen, sie will jetzt mit niemandem reden, sie muss jetzt das Erwachsenwerden kurz hinterfragen.